Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah von Flow Yoga und das ist eine kurze Morgenmeditation. Perfekt, um achtsam und mit der richtigen Intention oder Absicht in deinen Tag zu starten. Wir fangen in einer aufrechten, bequemen Position an. Du kannst dich bereit machen und dann starten wir gerade. Dann komm in deinen bequemen Sitz. Das kann sein ein Schneidersitz, ein Fersensitz. Du kannst immer auch leicht erhöht sitzen auf einem Kissen, Block oder auf einer Decke. Wenn es für dich sehr unbequem oder noch ungewohnt ist, auf dem Boden zu sitzen, kannst du auch jederzeit in einem Stuhl Platz nehmen. Einfach so, dass die Wirbelsäule möglichst aufrecht kann sein. Und nimm dir dann einen Moment Zeit, um dich hier in deinem Sitz einzufinden. Vielleicht noch ein paar Kreise durch die Schultern, um so ein bisschen allfällige Spannung aus dem Schultergürtel lösen, ein paar Bewegungen durch den Nacken, schau, dass der Kiefer entspannt ist und dich dann in deinem Sitz einfindest. Für einen Moment die Augen sanft schliessest und einfach in die Stille einkehrst. Wir starten mit drei klärenden Atemzügen. Du kannst einmal tief durch die Nase einatmen. Das Maul öffnen und alles ausatmen. Tief durch die Nase ein, Bauch, Rippen, Brust füllen. Maul öffnen und alles leeren. Das letzte Mal noch etwas tiefer ein. Und alles aus. Dann die Lippen sanft schliessen. Und jetzt anfangen, ganz natürlich durch die Nase ein- und ausatmen. Ohne dass du es gross kontrollierst. Einfach für einen Moment die Achtsamkeit auf deine Atmung bringst. Wahrnimmst, wie die Luft mit der Einatmung einströmt und die Luft mit der Ausatmung ausströmt. Atemzug für Atemzug. Gerdet durch die Beine, durch das Gesäß, die Sitzbeinhöcker. Und vielleicht kannst du dann ganz sanft noch ein bisschen mehr Länge durch die Wirbelsäule schaffen. Wie wenn du zwischen jedem einzelnen Wirbel einfach noch so ein bisschen mehr Platz machen willst. Vom Steißbein den ganzen Weg darauf bis in den Nacken. Schultern bleiben entspannt. Ellenbögen. Hand und Finger entspannt. Genauso wie das Gesicht, die Stirn, die Augen, die Nase, die Wangen, der Kiefer und die Zunge. Nochmal wahrnimmst, wie die Luft mit der Einatmung einströmt, die Luft mit der Ausatmung ausströmt und vielleicht kannst du dann auch so die kleine Pause wahrnehmen, ganz natürliche Pause zunderst nach der Ausatmung, bevor die Einatmung startet und dann auch eine kurze Pause zoberst nach der Einatmung, bevor die Ausatmung startet. Das sind so wie die vier Phasen von der Atmung. Die für ein paar Atemzüge beobachten. Und wie du diese vier Phasen beobachtest, kannst du auch noch visualisieren, wie frische Energie mit der Einatmung einströmt, dich nährt.
In der Pause bleibt dann die Energie einen Moment, dehnt sich aus. Mit der Ausatmung lässt du die alte Energie ausströmen. Und dann hast du einen Moment zunderst in der Pause, wo wie komplette Stille herrscht, bevor die nächste Atmung startet. Sanfte, gleichmäßige Atemzüge. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Spür dann von hier deine Hand auf den Oberschenkel und drehe jetzt die Handfläche nach oben, Richtung Decke oder Himmel. Bring Zeigefinger und Daumen zueinander. Spüre einen Moment die Connection zwischen Zeigefinger und Daumen. Dann atmest du einmal ein und alles aus. Bring dann Daumen zum Mittelfinger. Atmest ein und aus. Daumen zum Ringfinger. Atmest ein und aus. Daumen zum kleinen Finger, atmest ein und aus. Zurück zum Start, Daumen zum Zeigefinger, atmest ein und aus. Du kannst es jetzt in deinem Tempo so weiterführen. Daumen zum Mittelfinger. Daumen zu Ringfinger. Einfach so in deinem Tempo. Weiter atmen, ohne es zu fest zu kontrollieren, zu fest zu forcieren. Einfach deine natürliche Atmung brauchen. Und wie die Atemzüge zählen, indem du das Mudra mit der Hand kreierst. Nicht mehr beim kleinen Finger bist, einfach wieder vorne anfangen. Wenn du merkst, dass du irgendwie abgelenkt wirst, ein Gedanke aufpoppt, irgendein Geräusch dich ablenkt, einfach warnen, dass du abgelenkt bist und dann deine Aufmerksamkeit zurückbringen zu der Atmung. Machen noch eine ganze Runde. Das heisst, wo immer du gerade bist, die Runde noch fertig machen und dann noch eine ganze Runde anhängen. Wenn immer du die Runde abgeschlossen hast, musst du nicht pressieren.
Einfach die Hände, die Finger lösen und dann die Handflächen wieder nach oben bringen, auf die Oberschenkel. Und dann einen Moment Zeit nehmen, zum Nachspüren. Hat sich etwas verändert in der Atmung? Hat sich etwas verändert in deinem Sitz? Vielleicht bist du jetzt mittlerweile so ein bisschen nach vorne gefallen oder zurückgefallen. Dich nochmal bewusst aufrichten. Kopf aufrichten und alles entspannen rundherum. Dir dann da für einen Moment überlegen, wie du heute durch deinen Tag möchtest gehen. Mit welcher Energie oder was möchtest du ausstrahlen? Und dir dann deine Intention oder Absicht setzen. Das ist ein Satz, den du im Präsens positiv formulierst, und zwar so, wie wenn es schon erreicht hättest. Also zum Beispiel, wenn du heute möglichst entspannt möchtest durch deinen Tag gehen, dann formulierst du den Satz, ich bin ganz entspannt. Wenn du heute vielleicht mehr Energie brauchst, weil viel ansteht, oder gleichzeitig auch gelassen sein musst, dann kannst du deine Intention setzen und sagen, ich bin voller Energie und total gelassen. Einfach so für dich deinen Satz bilden und ihn dann still für dich dreimal im Geist wiederholen. Dann kannst du die Hände vor deinem Herz zueinander führen. Kopf verneigt sich vor deinem Herz. Das Danke kannst du an dich selber richten, dass du dir den Moment der Achtsamkeit geschenkt hast und so gut in deinen Tag starten kannst. Namaste. Danke vielmals fürs mit mir praktizieren. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und hoffentlich bis bald wieder auf der Matte.